So, Alter, kommst du mit deiner Hölzerlein hier rein? So nicht, so nicht. Das hättest du aber sehen können. Wer hat denn das gebaut, Alter? Also ich würde sagen, für unser Fleischhaus sollten wir uns die Amsis holen, ne? Zwei Pfeile. So, Sedilo. Ja, weißt du, dann kommt hier noch einer hin, oben einer hin. Dann werden wir die unten drunter vollstopfen. Das wird schon gut. Tschüss. Gleich einen Arschtritt gekriegt. Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Wir sind an der Kirche, Leute. Ich habe eine Zwickmühle. Aus meiner Sicht heute kommt der Stream heute Abend. Aus eurer Sicht kam der Stream gestern Abend. Jetzt weiß ich nicht so hundertprozentig, wie das ist, was wir hier alles bewerkstelligen können. Wenn ich jetzt rüberlaufe, haben wir das Bild von vor dem Stream, aber die Folge kommt natürlich danach. Es wird ein bisschen verwirrend. Deswegen bleiben wir heute hier in der Kirche, Leute. Ich baue ein bisschen an der Protokollbahn weiter. Wir müssen da noch, ihr seht schon hier durchs Fenster, die muss noch ein bisschen höher sein, dass wir einen Umschlagplatz bauen können, von wo aus es dann einmal zur Kirche geht, aber auch Richtung Schneegebiet, beziehungsweise vielleicht später vom Schneegebiet zur Kirche. Da will ich heute ein bisschen schauen, aber bevor wir das machen, möchte ich aus heutiger Sicht ein bisschen komisch vielleicht noch für den Stream was vorbereiten. Das ist ein bisschen komisch, ich weiß. Muss ich das nächste Mal ein bisschen anders planen. Aber bevor es noch mehr verwirrt, Leute, höre ich einfach auf, drüber zu schwallern. Wir bauen uns mal ganz kurz ein Regal hier rein in unsere Baubutze, und zwar für Medizin. Heute wäre super Kleiderwetter. Den müssen wir natürlich auch noch probieren. Hier steht er rum. Einmal kurz probiert, nie was gemacht. Kommt aber auch noch die Tage, Leute. Den Kleider will ich natürlich probieren. Ich möchte ja unser Ländchen einmal von oben sehen in einer gemütlichen Ausflugsrunde. Pass mal auf, ich würde das Regal sogar tatsächlich hier reinbauen. Meiner Meinung nach gehört es auch hier rein, ne? Und zwar nur für Medizin. Denn wir haben die Höhle in der Nähe, und in der Höhle sind ja ganz viele Medizine immer drin. Ich konnte die noch nicht mal einsammeln jetzt. Ich würde sogar sagen, wir nehmen einen großen Schrank, Leute. Dann kann ich uns hier nämlich Medizin reinmachen, und wenn das heute im Stream eng wird, dann kann ich kurz hier rüberfetzen und hab Zeugs da, ne? Und wir haben es zusammen vorbereitet, obwohl ihr es noch gar nicht wisst. So, Leute. Okay, 8 Hölzer, das heißt ein Wagen voll Holz. Super. Wir gucken natürlich auch gleich mal, dass wir ein bisschen was ins Fleischregal reinhängen. Möglicherweise haben wir nämlich auch heute Abend Hunger. Das kann jetzt aber auch keiner von sich behaupten, dass er schon mal gemacht hat, oder? Wir bereiten einen Stream vor, der schon gelaufen ist, Leute. Ist der absolute Wahnsinn. Übrigens, für alle, die den sehen wollen, der ist 14 Tage bei Twitch nochmal nachträglich anschaubar. Brauchen wir Sticks? Wir brauchen Sticks. Wir brauchen den Wagen. Keine Ahnung, wo sich der Kollege hin verzupft hat. Das machen wir jetzt, Leute. Jetzt holen wir ein paar Sticks, dann machen wir hier alles klar. Mehr oder weniger bereit. Und dann gucken wir mal nach der Protokollbahn. Und dann werden wir auch wahrscheinlich mit der morgigen Folge mal rüberlinsen, was wir so getrieben haben. Ach Gott, ist das alles ein Durcheinander, Leute. Heute, gestern, morgen, in 2 Wochen. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ah, Aloha, Aloha, du bist schön. Sehr schön hast du es gemacht, nehmen das. Kannst du den auch da rausnehmen noch? Ja, zieh. Sehr gut. Du bist der beste Wagenschieber, nämlich. 8 Hölzer und Sticks. Ist das geil, oder? Ich komme da zeitlich voll durcheinander, Leute. Natürlich haben wir durchgehend unsere Folgen weiter. Übrigens, ich bin auch überzeugt davon, dass wir noch 2 weitere Streams machen. Einmal möchte ich im Stream mit euch natürlich den Boss machen und danach das alternative Ende begutachten mit den neuen Blueprints. Das machen wir noch zusammen. Hallo. Und wir werden wahrscheinlich noch ein kleines Bauprojekt haben. Das Dorf müssen wir wahrscheinlich auch zusammen fertig machen. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Tour schaffen. Aber, Kalaber, ich würde sagen, Leute, das macht nichts. Je mehr, desto mehr Spaß haben wir noch, ne? So, jetzt holen wir erstmal Sticks, bis die hier kommen. Sollen wir ein bisschen was Manuelles machen mal? Nameless, 2 Bäume. Schaffst du die? Ja, aber erst die Sticks. Ich bin so gespannt, Leute, wie das Dorf wird drüben. Da haben wir ja im Prinzip nur vorbereitet, angezeichnet. Alles lief darauf raus, dass das in dem Stream passiert. Und ich freue mich so saumäßig drauf, dass wir dieses Spiel... Oh, ich freue mich echt drauf, Leute. Es wird saugemütlich. Nee, es war saugemütlich. Ach komm, wir hören auf zu labern. Wir machen hier jetzt unsere Arbeit. So, Nameless. Du weißt, was dir blüht. Wenn die kommen, dann bist du wieder abgelenkt. Ich will nur 7 Stämme noch dazu einladen in den Wagen. Jetzt komm, Alter, hau rein. Vielleicht kriegen wir ja auch mal ein paar Mutantenrüstungen zusammen. Ich habe immer noch diese Lücke hier. Kurzer Moment, der Herr überlegt, ob er weitermacht. So, Leute. Ja, machen wir heute eine gemütliche Gruschelrunde. Muss ja nicht allzu lang werden. Wichtig ist, dass wir ein bisschen Spaß haben. Was ist denn das? Die Samstagsfolge, Leute. Übermorgen ist Weihnachten. Es ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit verging. Ich habe immer noch so, Staffel 5 bin ich noch so gedanklich, ne? Oh, es ist warm, Sommer. Weißt du noch, wie wir mal geschwitzt haben? Und jetzt, bäm, Weihnachten. Wir gehen schon auf der Frühling zu, Leute. Den Wagen könntest du eigentlich auch näher herbringen. Ah, siehst du, da kommen sie schon.
Da kommen sie schon, Nemo. Lad einfach die 8 Dinger ein und dann ist gut. Dann gehen wir wieder. Wir können ja nachher auch ein paar Knochen und so sammeln. Das ist alles kein Thema. Wichtig wäre mir jetzt das Regal tatsächlich für zu Hause. So wie Sticks für die Hasen fallen. La 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 la. Wie viel haben wir jetzt drin? Wenn es 8 Stück sind, hau ich ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fehlt noch. Einer fehlt. Das ist dein Freund Baumstamm. Der Baumstamm, der liegt da. Nehmen wir mit. So, meine Lieben. Schwuppdimuppdi. Ist halt ideal, weißt du, wenn wir jetzt ein komplettes Regal nämlich mit Medizin haben, brauche ich mich da nicht mehr drum kümmern. Kann ich einfach daheim abgreifen und Gutes. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein Bombenregal aufbauen. Aber das Bombenregal wird natürlich an der Kirche irgendwo stehen. Ist klar, ne? Wir müssen da schon so ein bisschen... Es muss... Ja, du nervst mich aber, weißt du, dass du auch noch schneller bist wie ich. Und auch noch richtig geschickt. Das ist immer das Problem. Ja, und gleich futtern gehen, ne? Gleich futtern gehen, du Kreatur der Hölle. Du Ausgeburt mit deiner umgedrehten Gesichtsmaske. Bleib da. Bäble. Ich lasse sie jetzt einfach mal liegen, Leute. Sonst komme ich tatsächlich wieder nicht zu dem, was ich machen wollte. Und Gemeindeaufbau, ne? Machen wir natürlich nächste Woche ganz gemütlich weiter. Nämlich, heute ist nicht dein Tag, oder? Oder liegt es am Wagen? Zur Weihnachtszeit hat dieser Wagen ein Eigenleben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Nikolaus ein Schlitten war früher. Wir haben einen Wagen aus dem Holz des Nikolaus-Schlitten gebastelt. Okay. Ja, okay, Leute. Was soll ich denn sagen? Jetzt ist schon passiert. Jetzt habe ich schon ausgesprochen. Ich kann nicht mehr zurücknehmen. Und geschnitten wird nicht. So. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder ein Stickle für die Hasenfalle. Ey, wenn ich hier E drücke, um die Falle zu laden, da biege ich bald die Tastatur durch, ne? Da habe ich so das Gefühl, je mehr ich drauf drücke, desto besser funzt. So, Alter, kommst du mit deiner Hölzerlein hier rein? So nicht. So nicht. Das hättest du aber sehen können. Wer hat denn das gebaut, Alter? So zwei. Lum, lum. Ja, ja, ja. Lum, lum. So, hat jetzt eigentlich jemand schon eine valide Information mal, wann die neuen Gegner denn spawnen? Muss ich wirklich erst den Boss machen? Ich könnte mir vorstellen, für das Boss-Modell, es gibt ja auch jetzt den Boss irgendwie in klein, kann ich mir schon vorstellen, dass man den erstmal gemacht haben muss, ne? So, Leute. Weißt du, und immer wenn ich jetzt runtergehe, kann ich mir nämlich Medizin mitnehmen. Und dann haben wir hier einen Medizinschrank voll gefüllt. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt haben wir allerdings keine Medizin am Mann. Brauchen wir Medizin am Mann? Ich glaube es nicht. Knochen haben wir drin, die können wir gleich verwerten. Sticks habe ich, die können wir ebenfalls verwerten. Raus, nämlich raus aus dem Haus. Du kannst heute Abend hier abchillen. Beziehungsweise heute Abend bist du ja drüben, ne? Warst du drüben? Gott im Himmel, ey. Aber trotzdem, irgendwie müssen wir es ja organisieren. So, pass auf. Da war bestimmt vorhin ein Hasenfleisch, das ich mal wieder abliegen lassen, ne? Guck mal kurz rein. Ne, ein Lego an, den kannst du aber einräumen. Lass mal die Putze auf, die können ja nichts klauen. Die sind ja nicht so programmiert, dass die dir was wegnehmen. Schön reinhängen. Schön reinhängen. Vielleicht sollten wir uns auch noch einen Trockenständer hier hinbauen. Einen zweiten. Oder an die Kirche. Eigentlich aber eher drüben an die Butze. Das machen wir dann zusammen heute Abend. Hier, guck mal. Können wir auch fertig basteln. Ein Stickbehälter, in dem wahrscheinlich nie was drin sein wird. Und was haben wir hier? Einmal den Hasenbraten für Heiligabend. Das ist ein veganer Hase, Leute. Also ich weiß nicht, ob doch, der Hase ist vegan. Der ist vegan auf jeden Fall, so rum. So, jetzt habe ich sein Fleischlimit. Drop mal den Schädel. Hier ist noch einer. Also so gut habe ich noch nie Fallen platziert in meinen ganzen Staffeln. Da ist ja wirklich was los hier, ne? Selten, dass mal nichts drin ist. Okay. Die Fallen sind gespannt, da wird wahrscheinlich wieder was reinkommen. Ich nehme das wieder mit, ist klar. Hasenfell müssen wir liegen lassen, haben wir aber auch schon genug Vorrat, Leute, ne? So, siehst du, jetzt haben wir tatsächlich hier ein ganz kleines bisschen reingehängt. Den Kopf kannst du wegmachen. War nicht da unten auch noch ein kleiner See? Vielleicht können wir da ein bisschen mit Fisch auffüllen. Dann haben wir hier auch abwechslungsreiche Kost. Daneben ist, wie er fit ist, ne? Wie er rumtürnt. Ich merke langsam, wie der Athletikwert zu Trage kommt. Das freut mich unheimlich. Hier ist schon ein See, aber keine Fische drin in dem kleinen Tümpel hier, ne? Ja, ja, da brauchst du ja nicht rumgucken. Da brauchst du ja nicht rumgucken. Ich weiß, wo Fische sind. Aber will ich da jetzt hin? Will ich da jetzt hin? Ich habe halt keine Seilbahn, ich müsste das komplett laufen. Ach komm, für heute Abend, Leute. Also für gestern Abend. Wir werden, ich bin mal, ach guck mal hier, der Kollege. Sehr schön, da können wir vielleicht gleich ein bisschen Holz holen, wenn wir schon hier rumdümpeln. Brauchen wir für die Seilbahn, ne? Ja komm, machen wir mal den Wagen voll.
Da stehen jetzt zwei Wegen. Habe ich nicht gerade einen Wagen oben stehen lassen, Leute? Oh, jetzt hast du die Stange mitgekickt, Alter. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und er hat es wieder an den Ohren. Er hat es wieder an den Ohren. Und weißt du was, weil wir schon lange nicht mehr gemacht haben, hole ich mir kurz rote Farbe. Wir können ja mal gucken, wenn die heute kommen, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass die nochmal nachträglich lieb sind mit uns. Aber ich glaube, den Teil haben wir hinter uns, ne? Das war's mit lieb sein. Flupp, wir sind angemalt. Lam, lam, lam. Komm, die Wagen jetzt voll. Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich mit dem Wagen runter? Nö, ne? Leute, Leute, ich werde immer älter im Kopf. Ich werde immer älter im Kopf. Wahnsinn. Vielleicht ist es aber auch zur Zeit einfach ein bisschen viel, über das man so nachdenken muss. Das weißt du nie. Hey, schön, das hat sich voll gelohnt. So, nämlich. Jetzt machst du hier ganz gemütlich. Du kriegst doch gleich was zum Futtern. Dann hol mal zwei Fisch. Das haben wir uns jetzt verdient, würde ich sagen. Wir könnten eigentlich theoretisch, auch wenn es dunkel wird, mal rübergehen nach dem Waschbären gucken, weil diese Wärmerüstung brauchen wir bald. Ich habe ja im Schneegebiet auch noch eine Kleinigkeit so im Kopf, die ich probieren will. Ne? Müssen wir natürlich dann hin. So, Leute. Das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Das erste Wegele ist voll. Was ich nicht ganz raff. Oh, in dem ist offensichtlich was drin. Ah ja, das ist dieser Bug, ne? Ich habe keine Ahnung. Hast du gesehen? Ich habe jetzt erst so getan, als ob ich einen Sedilen ausräume, bevor das Wegele mich gelassen hat. Bevor es mich rangelassen hat. So, meine Lieben. Gruschel die Muschel. Das ist halt das Schöne an der Forest, deswegen spiele ich sie auch, weil du hier einfach wirklich gruscheln kannst. Übrigens, das stimmt. Kam in den Kommentaren der Hinweis, die Baumstämme reagieren schon lange nicht mehr so extrem, ne? Zack, gerade eben noch gesagt, alles gut, bam. Lalalalalalala. Ne, den musst du nehmen. Sehr schön, das hat sich voll gelohnt, nehmen das. Jetzt hast du 2x12 Hölzer, glaube ich. Den nimmst du auch noch mit. Sind 24 Hölzer, die können wir jetzt schon mal an der Bahn verbauen gleich. Ich nehme auch schon mal einen Wagen mit hoch, würde ich sagen. Dann haben wir das alles zusammen. Das war's wieder mit Fisch. Ich wollte eigentlich erst Fisch holen. Pass mal auf, stell die mal jetzt hier nebeneinander, abfahrbereit. Normal gehört eine Bahn rüber gezeichnet zu dem Tümpel. Aber das kostet alles so Unmengen Zeit und wir haben so viele Sachen gleichzeitig am Laufen. Ach ja, egal. Jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich noch einen zweiten Stream machen. Minimum, wenn nicht sogar drei. Weil ich gehe davon aus, dass das tierisch Spaß gemacht hat. Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon, wenn ihr es guckt. Ich soll es. So. Wir könnten uns echt von der Kirche ab vielleicht eine Bahn hier rüber bauen. Das können wir machen, Leute. Ist ja der Umschlagplatz, ne? Dann können wir uns eigentlich eine kleine Bahn hier rüber bauen. Und ungefähr hier an der Stelle bauen wir uns dann eine Seilbahn hin zum Tümpel. Kommst du da nicht mehr hoch? Heute ist nicht so dein Tag mit Springen, gell? Sollen wir nochmal Pfeile holen? Aber habe ich ja erst eingesammelt, ne? Ich habe nicht mehr ausgeloggt. Das wäre doch eine Idee, dass wir von der Kirche hier eine Bahn rüberbauen über den See in das kleine Dorf da hinten, weil da kann ich Fisch holen dann. Das machen wir, Leute. Das machen wir einfach. Warum denn nicht? Zusatzprojekte. Kann ich ja mal gucken. Über Weihnachten sollte ich auch ein bisschen Offscreen-Zeit kriegen. Zwischen Weihnachten und Neujahr, kurz nach Neujahr. Und nehmen das, gucke mal. Alles für den Stream. So, ich hätte es andersrum machen sollen. Aber ich hätte eigentlich die Freitagsfolge. Und selbst die wäre noch überschneidend gewesen, ne? Ja, sammel das alles ein, Diggerle. Ist gut, guck mal, hier ist auch noch ein Busch. Blaue Beeren hast du schon ewig keine Einstecken mehr gehabt. Keine mehr Einstecken gehabt. Manchmal habe ich so einen Satzbau wie der Yoda, Alterle. Wie der Yoda. Komoda. So, Leute, siehst du? Dann haben wir jetzt hier schön mal blaue Beeren eingesammelt. Wer hätte das gedacht? Dass unser Bärennemles hier unterwegs ist heute. Komm, das reicht. Übertreiben müssen wir es nicht. Hol mal deinen Sperle raus. Also den aus dem Rucksack. Musst immer sicher gehen bei dem alten schweren Nöter. So, da ist der See. Voll mit wunderschön gebauten Totems. Hayabusa! Wie viele Fische konnte man denn einsammeln, Leute? Zwei habe ich. Drei. Ey, dann kann man vier Fische, oder? Ne, nicht die Bären. Hier ist noch einer. Ne. Jetzt haben wir zwei oder drei Fisch. Drei Fisch kann man nur. Das ist ja auch traurig eigentlich. Ne? Da hast du das Anglerglück deines Lebens und dann sowas. So, Schalali und Schalala. Giftpfeile brauchen wir eigentlich noch keine. Die sterben ja doch schnell.
Ja, das ist unser Land. Hier sehen wir uns wieder. Ich find's total schön, Leute. Ich find's echt total schön, wie wir hier unseren Späßle haben, das Jahr gemeinsam ausklingen lassen. Das ist einfach nur Gott gegeben. Und dafür haben wir ja jetzt auch eine Kirche gebaut, ne? So eine Andacht. Es ist immer so, man muss auch was zurückgeben. Huch, du hast Glück gehabt. Lebe froh. So, Leutchen. Das war die Geschichte. Dann gehen wir wieder rüberle. Er braucht jetzt auch Essen und Trinken, ich sehe es. Dann werden wir wahrscheinlich uns das kurz wegschlafen hier. Wir sind ungefähr bei der Mitte der Folge. Machen wir uns gleich nochmal hell. Würde ich sagen. Und dann ist ja alles gut, ne? Guck mal. Also das müsste ich sagen, die haben das schon gut umgesetzt mittlerweile. Manche Spiele sind ja grundsätzlich, ich habe jetzt zwar doch einen Filter drin, aber viele Spiele sind ja hinten raus auch ein bisschen trüb, ne? Das ist wahrscheinlich, dass es halt auch lädt und dass es nicht zu extrem wird. Aber die haben das Trübe so gut eingefangen, dass du hier das Gefühl hast, der Nebel zieht auf. Und das ist echt toll. Ein Holz habe ich gesagt, nehme ich mit hoch. Ja, das können wir ja machen. Wo hast denn dein Wegele? Wo hast du deine Wegen hin? Hier stehen sie. Zwei Wegen, einer im Sinn. Das Holz ist auch langsam hier wieder nachgewachsen. Da können wir auch bald wieder ein paar Scheitel holen. Ist alles gut. Das wird super. Schön ruhig haben wir es gerade, ne? Gerade sage ich, stehen sie da. Jetzt kriege ich wieder einen in den Rücken. Ich spüre es schon wieder förmlich. Aber ich bin rot angemalt. Vielleicht überlegen sie wenigstens kurz. Ja, komm, Alter, entspann dich. Ich schieb's mal direkt vor unsere Hütte, mach von innen zu, dann machen wir kurz Essen, Trinken und so Geschichten. So, schwupp. Jetzt haben wir drei Wegen, Leute. Zählt die als manchmal jemand mit? Ich weiß jetzt nicht, wie wir drei Wegen schaffen. So, pass mal auf. Beeren haben wir auf jeden Fall vorrätig. Ich würde sagen, wir laden schon mal Wasser ein. Hauptsächlich auch, weil wir es können. Die Geschichte haben wir. Ich würde sagen, Leute, es sieht mittlerweile ganz gut aus hier bei uns. Wir bringen schon die Knochen noch weg. Dum-di-dum. Hier sollten wir auch mal ein bisschen ausleuchten noch. Ah, da können wir jetzt auch noch weitermachen hier die Tage, Leute. Vielleicht machen wir das heute noch. Bahn oder Zaun? Eins von beidem. Beides ist wichtig. So, pass auf, Knochen. Sehr schön. Haben wir die Möglichkeit, dem Pfarrer eigentlich auch eine Lampe unterzujubeln? Unserem Priest? Wir gucken mal. Wir gucken mal, Leute. Es geht bestimmt. Ja. Ja, da lobe ich es mir doch. Kriegt da direkt ein Seil, der Gute. Ja, Alterle. So, hast du deine eigene Fackel? Hast du deine eigene Fackel, Digga? Perfekt. Die wird richtig schön glimmen, die Kirche. So, Leute, komm, wir machen uns kurz hell. Man kann zwar im Dunkeln besser anzeichnen, aber siehst du halt sonst nicht viel. Sag mal, kann das auch sein, dass der Nameless vielleicht im Moment infiziert ist oder sowas? Ruh dich aus. Schlafen hat er bestimmt auch schon ewig nicht mehr. Achso, wir wollten ja auch gucken. Senilität, Leute, ne? Mal ganz kurz einen Blick reingeschmissen ins Büchle. Weil, ich gehe mal davon aus, dass wir auf 50% sind oder so. 53%, weil er halt nie pennt, ne? Tag 36 erst, unhungrig. Bin ich erschrocken, Alterle? Ich habe sie gerade aufgespannt. Komm, wir pennen. Da kennt man nichts, Leute. Einfach weggepennt und gut ist. So, und einer von den guten Jungs war auch fertig. Dieser. Sehr schön. Und da hänge ich jetzt die Fische hier rein. Flapp. Dann haben wir tatsächlich einen Ständerle voll mit Essen. Alles für heute Abend. Trink noch einen Schluck Wasser. Die kannst du wegmachen. So. Jetzt gucke ich nochmal ins Büchle. Infiziert war er ja nicht, ne? Nö. Infiziert war er nicht, Leute. Athletik geht langsam auf 40. Sogar Stärke wächst so gemütlich vor sich hin. Coole Geschichte. Also gut. Dann ist hier alles soweit in Ordnung. Und ich würde sagen, dann lassen wir jetzt mal alles, wie es ist. Die Fallen lasse ich jetzt zugesnappt. Oder zumindest die Falle. Und bring mal das Holz hinterher. Ne, lass uns mal den Umschlagplatz bauen, Leute. Machen wir mal die Geschichte. Und dann kümmern wir uns vielleicht darum, dass wir zu den Weihnachtsfeiertagen die Kirche irgendwie fertig kriegen. Also die Ummauerung. Und dann werde ich das Schneeprojekt demnächst noch mit reinnehmen hier. Je nachdem, wie weit wir drüben kommen. Ne? So, pass auf, Leute. Ich würde gerne. Da wir ja jetzt eh gesagt haben, dass er hier hochläuft, ne? Dann sollte er. Wo würde ich denn den hinlaufen lassen? Der Umschlagplatz wäre eigentlich cool, wenn der da oben wäre. Kann das hinhauen, dass ich das jetzt anzeichne und wir laufen da wirklich einfach nur ganz gemütlich hoch?
Ich probiere es jetzt einfach mal. Na, du musst auf jeden Fall drehen. So, wo ist denn der Snapper-Mapper? Der muss nach vorne zeigen. Der sollte nach vorne zeigen in unserem Fall. So. Das wäre dann hier. Ich muss kurz gucken, dass es... So. Und wie kann ich denn das machen, dass er... Das würde auch gehen, dass ich es einfach hier so... Pass mal auf, wir machen das so. So, und dann zeichne ich es nochmal... Nochmal an. Lass mich mal kurz gucken. Hier will ich den Umschlagplatz hinbauen. Das passt soweit. Dann können wir das hier schon mal aufbauen. Das sind bestimmt wieder 18 Hölzer, ne? Fliegt nicht in die Höhle, Alter. Kurzer Moment. Kurzer Moment. Warum sehe ich das jetzt hier nicht? Langsam. Normal sieht man das immer irgendwie, ne? Egal, ich zeichne es einfach mal. Wir werden schon sehen, wo wir rauskommen. Komisch. Wo ist denn der Snap-Punkt? Irgendwie ist er nirgends, Leute. Ui. Doch, da war er. Da sieht man es, ne? Irgendjemand hat es bestimmt entdeckt. Ich habe es nicht gesehen, genau. Ich sehe es halt nicht wegen dem Licht. Egal, weiter geht's. Machen wir es halt blind. Ich könnte ja Pause drücken. Haha. So, Leute. Kurz einen Moment. Der fängt nicht Neistätzen da. Ne, das sind immer viele. Kann das sein, dass es nur noch 5 Stück sind? Offensichtlich, ne? Cool. Dann kann ich jetzt gleich mal mir Gedanken machen, wo ich den Turm hinhaben will. Ja, super. Das hat ja schon mal sich gelohnt, dass wir die Hölzer gesammelt haben. Bam, das hat sogar, ist sogar fertig, Leute. Machen wir natürlich gleich eine Probefahrt, logischerweise. Genau, also hier, wupp, runter, dann hochlaufen zum Turm. Und am Turm entscheidet sich dann, wo die Reise hingeht. So stelle ich mir das jetzt grob vor. Dann haben wir eine Mitte. Und die nächste Bahn, die wird natürlich irgendwie an die Mitte kommen. Also irgendwo muss auch Schluss sein, Leute. Das müsst ihr euch jetzt mal langsam überlegen hier. Bleibt ihr mal in eurem Dorf? Ich komme ja auch nicht angeschissen hier. Na gut, okay, ich habe ein bisschen Land weggeknallt. Weggeknallt. Oh, Regen Megen. So, Leute, das war's dann mit der roten Farbe. Also, nämlich immer schön mittig bleiben in der Spur, gar nicht lange darüber nachdenken. Rum. Woo, mit einem kleinen Sprung, unser Guderle. So, hier war klar, dass wir aus der Bahn fliegen, habe ich nicht einberechnet. Was habe ich nicht einberechnet? Da müssen wir auf jeden Fall uns noch was überlegen. Aber solange das hier so ist, kann ich ja hinspringen. So, und dann laufen wir praktisch hier hoch. Genau. Genau, Nameless. Sau gute Geschichte. Okay, es ist nicht ideal. Ich gebe es zu. Es ist bei weitem nicht ideal, aber es ist unseres, ne? So, Leute, ich habe mir nämlich überlegt, dass wir dann von hier da jetzt mittig hoch einen Turm anzeichnen und dann gucken wir, dass wir mit der Seilbahn da jetzt hinkommen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall erstmal eine gemütliche Geschichte hier um die Ecke. Ich glaube nur, dass ich das von unten anzeichnen muss. Ja. So, Alter. Gehen wir mal hier rum. Wie eine Bergziege. Heute ist er wieder die Bergziege, mein Guter. So, wir drehen das zu uns hin, das Böpsel. Dann machen wir das hier so. Bisschen noch hinterer. So. Okay, und jetzt pass auf, der Turm soll dann hier hin. Dann müssten wir es etwa hier enden lassen. So hoch, wie es uns irgendwie möglich ist. Wie viel Hölzer braucht es jetzt? Kann ich das von hier an anzeichnen? Muss ich da irgendwo Spezielles hinstellen? Hier wieder wahrscheinlich. Oh je. Da habe ich manchmal echt das Gefühl, das wird nichts. Ich probiere mal, wo die Snap-Punkte sind, Leute. Na. Ich finde es auf jeden Fall schöner wie eine Treppe oder so, ne? Oder nur immer mit Seilen gearbeitet. Wenn ich ihn hier erwische, das ist die Frage halt. Oh nö. Doch nicht immer, wenn ich am Testen bin, Mädle. Oh Leute, ich glaube, ich krieg den nicht hier. Ne, wir kriegen den nicht. Wir hätten das gedacht. Das heißt aber auch, dass ich ihn nicht mehr abbauen kann, ne? Ich höre schon wieder was grunzen.
Jo. Ach so, ich kann ja hier hochlaufen, klarer Fall. 14 Sticks und wieder 9. Ist klar, dass die jetzt da... Amsi, 2 Stück. Also ich würde sagen, für unser Fleischhaus sollten wir uns die Amsis holen, ne? Leute, fürs Fleischhaus sollten wir uns die holen. Pass mal auf, ich rutsch mal hier kurz runter. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir haben ja den Demolition Mode, machen wir zum Schluss erst an, haben wir gesagt, ne? Oh. Ansonsten wäre das nicht die tollste Idee. Oh, da guckt er durch. So, pass auf, den holen wir hoch. Ich ziehe die hoch, Leute. Oben haben wir ja keine Probleme. Dann nehmen wir die Köpfe nämlich gleich zu uns, ne? Okay, mit dem modernen Bogen und den modernen Pfeilen geht es ruckzuck. Zwei Pfeile. Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der andere hin, Leute? Die klitschen da runter. So, die haben wir. Die Pfeile hole ich uns wieder ran. Oh, habe ich einen vergessen? Ja, ja, ist gut, Alter. Ich habe dich doch nur vergessen. Lieb haben wir dich trotzdem. Du wirst wahrscheinlich auch in die Gemeinde aufgenommen. Oder ein paar Teile von dir jedenfalls. So, Leute. Ich weiß nicht, wo der andere hingeflogen ist. Keine Ahnung. Ah, da liegt er doch. Der hat sich so ein bisschen versteckelt hier. Mutantenrüstungen, die zwei Köpfe, wenn alles klappt, nehmen wir natürlich mit. Machen wir erstmal den hier. So. Schöne Geschichte. Kannst du den runterschubsen? Ja, läuft. Einmal hierher, den anderen dazu. Na, na, na. Na, 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 na. Fleischhaus! Ich überlege gerade, wo wir die hinhängen. Andere Giebelseite, würde ich sagen, erstmal. So, Alterle, auf die 2. Schnappt ihr der Köp. Und das war's wieder. Umsonst geschlafen, Leute. So, den Kopf nehme ich mir. Dann haue ich mich hier. Okay, du kannst hier durch. Sehr gut. So, würde ich sagen, hier einmal. Ins Buch. Sind schon wieder da, Leute. Sie sind schon wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Machen wir hier eins hin. Und wir brauchen 2 Sticks, sehe ich gerade. Was ist dann dieser Balken hier? Scheiße. Ich habe keine Sticks. Oh, Mist. Bis wir zurückkommen, sind sie despawned, glaube ich. Scheiße. Scheiße. Oh, ist das scheiße. Schalalalala. Schalalalalala. Servus. Du hast einen Stick. Gib ihn mir her, Alter. Wenn wir Glück haben, reicht's, Leute. Wir geben einfach mal Gas. Dann können wir die 2 Köpfe aufhängen. Hier sind Sticks. Fast keine Energie mehr, der arme Kerl. Schön einsammeln. Weiter zum nächsten. Einsammeln. Ja. Das reicht doch schon mal, oder? Ja, wenn das nicht reicht. Oh, schön, die waren, das war sehr ergiebig. Habt ihr gesehen? So, Alter, pass auf, ist mal ein bisschen was hier. Und weiter geht's. Minimal Energie nur. Wow, ist die Zeit schon wieder rum. Ich baller hier vor mich hin, ne? Ich habe gerade so für einen Moment vergessen, dass wir ja aufnehmen. Einfach so, und bäm, ist die Zeit rum. Oh, komm, vielleicht schaffen wir das, die 2 Köpfe noch. Nämlich, drück einfach aufs Gas. Drück einfach aufs Gas. Die Mutanten liegen noch. Da kommen jetzt langsam hier die Dorfbewohner, die dazugehören wollen. Kein Problem. Wenn der noch da ist, der Kopf, das wäre super. Boah, der ist noch da. Der ist noch da, Leute. Nummer uno. Dann holen wir uns den 2. Kopf. Schön. Das wird's Fleischhaus. Ihr werdet sehen, wenn wir fertig sind, Leute, wird da nichts sein außer Fleisch. So, jetzt muss ich hier kurz gucken. Sogar die Hasen sind hier irgendwie immer. War das der, den wir schon... Der ist despawned. Der ist despawned.
Also haben wir nur einen gekriegt, ne? Dafür nehme ich dich mit. Dich natürlich auch, aber ich kann immer nur einen tragen, leider. Schade, aber einen Kopf konnten wir retten. Beim nächsten Mal sind wir natürlich schon vorbereiteter, weil da ist das Ding fertig. Servus. Es ist halt schade. Den hätte man nämlich echt gut gebrauchen können, Leute. So, Sedilo. Ja, weißt du, dann kommt hier noch einer hin, oben einer hin. Dann werden wir die unten drunter vollstopfen. Das wird schon gut. Waren da gerade Hölzer rumgelegen? Da waren doch gerade Hölzer rumgelegen. Müssen wir eben gucken gehen. Tschüss. Kleinen Arschtritt gekriegt. Keine Minute später. Meine Lieben, dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich würde sagen, Kruschelrunde ist gelungen. Wir haben wieder einiges fertig gemacht. Ein paar Sachen neu angezeichnet. Dann würde ich sagen, die Hölzer heben wir uns auf. Dieses Ding bauen wir auf jeden Fall aus beim nächsten Mal. Kommt ein Türmchen oben hin. Dann verbinden wir das miteinander und vom Turm aus geht es dann Richtung Schneegebiet, Richtung Pfeilegebiet, Richtung See zum Fische holen. Da können wir dann überall ein bisschen abzweigen, wenn wir Bock haben, ne? Dann sind wir mehr oder weniger super vernetzt hier. Die will es jetzt wissen. Ich meine, die will sich dazulegen, ne? So, es tut mir leid. Komm her. Jetzt hat sie auf die Bank guckt. Ich dachte gerade, was macht er denn? Neuer Move, kenne ich noch nicht. So, alles klar, hier vors Kreuz geschwind gelegt. Einer war noch, ne? Die kann ich ja kurz verbrennen, Leute. Dann haben wir ein paar Knochen schon mal wieder drüben eingelagert und dann passt es. So, also aus meiner Sicht freue ich mich auf euch heute Abend. Aber aus eurer Sicht ist natürlich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, die Sonntagsfolge. Und ab dann läuft es auch wieder einigermaßen geregelt. Ja, renn weg, Alter, renn einfach nur weg. So, meine Lieben, ich speichere mal das ab. Mit diesem Speicherpunkt gehe ich dann heute Abend in den Stream und ich freue mich tierisch drauf. Und ich bin gespannt, wie es wird. So, meine Lieben, das war's jetzt. Genug geschwallert für heute. Wir sehen uns morgen wieder. 19 Uhr sind wir zurück, der Nameless und ich. Ich freue mich auf euch. Bis dann.